Und damit begrüße ich euch zum NGL Biathlon Spiel. Das wurde mir ja empfohlen auf dem Discord-Channel und ich habe jetzt mal ein bisschen reingeschaut und ich habe so ein paar Ideen, die ich mit euch jetzt einfach mal teilen möchte. Weil dieses Spiel, das ist natürlich von Indie-Entwicklern gemacht. Das kann man sich relativ leicht auch runterladen, ist kostenlos zum Runterladen. Man kann allerdings, wenn man lustig ist, dem Entwickler natürlich auch ein bisschen Geld überweisen. Ich habe das jetzt einfach mal für 5 Euro gekauft, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist es mir auf jeden Fall wert. Inzwischen würde ich sogar sagen, dass es mir ein bisschen mehr wert ist. Die Grafik ist jetzt nicht so geil, aber jetzt natürlich, wenn man das vergleicht mit dem RTL Biathlon, das Ganze drumherum ist einfach sehr, sehr, sehr viel besser. Also das wird uns richtig Spaß machen, glaube ich auch, weil wir reden ja häufig auch über das Abonnententeam beim Radsportmanager. Warum sollen wir nicht mal über ein Abonnententurnier zum Beispiel beim Biathlon nachdenken? Und dafür ist dieses Spiel hier, glaube ich, enorm gut geeignet. Ich habe es jetzt nur einmal kurz angespielt, das ist jetzt schon über eine Woche her. Aber wenn man jetzt einmal hier bei den Athleten reingeht, man hat quasi die Möglichkeit, die Originalathleten, die hier alle im Spiel drin sind, wie man sieht, da sind schon einige mit dabei. Arndt Peiffer, Benedikt Doll, Erik Lesser. Rein theoretisch können wir, wenn wir auf den Stift gehen, das funktioniert leider nicht immer, können wir einmal die Werte ändern. Wir können aber auch den Fahrer komplett, den Fahrer sage ich schon, den Läufer komplett anpassen und einfach sagen, Erik Lesser soll jetzt Erik Mora heißen. Weil er jetzt gar nicht so Lesser ist, ne? Also das wäre nur eine Möglichkeit. Ich lasse das jetzt natürlich nochmal drin. Erik Lesser bleibt Erik Lesser. Shortname ist auch Lesser. Also man hat hier die Möglichkeit, jeden Fahrer, jedem Läufer einen eigenen oder einen neuen Namen zu geben. Das öffnet natürlich eigentlich Tür und Tor für unsere Abonnentenmöglichkeit. Oder eben, dass wir einen Spielstand mit Abonnenten machen oder so einen kleinen Stream mit Abonnenten. Das wäre ja irgendwie auch ganz nice. Ist natürlich wieder ein bisschen arbeitsintensiv. Wie gesagt, man kann sich das Spiel kostenlos runterladen. Man muss nicht Geld dafür geben. Trotzdem finde ich es immer ganz schön, wenn Entwickler für sowas auch belohnt werden. Die Datenbank wird auch jährlich überarbeitet und es kommen so ein paar neue Strecken mit rein. Also das ist weiterhin quasi Work in Progress. Sieht nice aus und ich glaube, wie gesagt, schreibt einfach mal eure Ideen vielleicht in die Kommentare oder kommt auf den Discord-Channel, werde ich auch nochmal unten in die Videobeschreibung machen. Also dann können wir auf dem Discord-Channel einfach nochmal sammeln, was wir denn rund um dieses Spiel so stricken können. Und um das Spiel jetzt einfach mal zu zeigen, machen wir einfach mal den Quick-Start. Wir machen mal den Sprint, das finde ich nämlich ganz schön. Dann nehmen wir, mei, ist mir eigentlich wurscht, wen wir jetzt nehmen. Schauen wir mal bei Germany vorbei, bei Germany mit Arndt Peiffer. Benedikt Doll, dann haben wir Erik Lesser, Johannes Kühn, Philipp Horn, das hätte ich bei der Korn gesagt, Philipp Navrat, nicht verwandt oder verschwägert mit Navrat Hilova. Wir nehmen mal Simon Schemp, da sind wir richtig schön schlecht auch am Start, da werden wir bestimmt nicht gut sein. Man kann auch einen Schwierigkeitsgrad einstellen, also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, aber jetzt machen wir einfach mal einen Wettkampf. Mal schauen, Antholz wäre eine Möglichkeit, Kontiolahti, dann gibt es Oberhof, den Holmenkollen, Annecy, Tiumen. Also da sind super, super, super viele Strecken drin. Wie gesagt, von der Grafik her nicht so geil wie das RTL-Spiel, muss es aber auch gar nicht sein. Es gibt auch nicht ganz so viele Möglichkeiten, dort den Fahrern nochmal auf der Strecke irgendwie mit irgendwelchen Experten einzusetzen quasi. Also das hat man ja da, den Schussexperten, den Kraftexperten. Das fehlt hier auch. Man läuft halt ab und zu mal schnell. Aber jetzt habe ich alle Strecken auch durch. Wir nehmen mal Oberhof, gehen mal rein. Das wird geladen, NGL Biathlon. Wie gesagt, ich glaube, wir werden damit sehr, sehr viel Spaß haben. Wahrscheinlich sogar mehr als mit unserem RTL Biathlon. Jetzt sind hier 21 Leute am Start. Simon Destieu, Dmitri Malyschko und so weiter. Dominik Windisch und auch Benedikt Doll ist für Deutschland dabei. Und jetzt kann man sich quasi dieses Rennen wie beim Radsportmanager auch hintereinander anschauen. Ich glaube, das ist ziemlich laut, oder? Ich glaube, das war ziemlich laut, das Geräusch für euch. Also wenn ich das... Kann ich irgendwo noch die Musik leiser stellen? Ich glaube nämlich, das ist ein bisschen viel. Ich mach's mal leiser. Ich hoffe, es ist jetzt angenehmer. Mal schauen. Mal hören, besser gesagt. Ja, so klingt's besser, oder? Also, wir können natürlich jetzt auch auf Skip Waiting gehen. Das ist auch gar kein Problem. Und dann muss ich jetzt aber erstmal schauen, wie die Steuerung nochmal genau funktioniert hat. So, wir skippen mal das Waiten. So, und dann sieht man hier unten nämlich auch, wie die anderen dann schießen. Das ist ganz super interessant. So, und jetzt laufen wir los.
Man muss das irgendwie so ein bisschen komisch spielen. Und wenn man die Leertaste drückt, dann sieht man unten diesen weißen Balken. Das ist dann quasi der Sprintbalken, den man dann hat. Ist nicht ganz so spannend. Da muss man natürlich dann trotzdem immer noch mal in die Hocke gehen. Achso, so geht man in die Stefan-Hocke, damit man dort Geschwindigkeit hat. Aber wenn man das jetzt mit unseren Abonnenten hätte und unten würde man jetzt gerade sehen, wie die anderen Kollegen so schießen, das stelle ich mir schon recht spannend vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, wer da Lust hat, sich vielleicht ein bisschen reinzufuchsen, weil wie gesagt, ich habe nicht ganz so viel Zeit für alles. Klingt immer ein bisschen doof, aber wie gesagt, bei mir ist beruflich halt auch echt schwer. Und ich muss die Videos ja aufnehmen und bin ja total dankbar, dass zum Beispiel Lukas auf dem Discord-Channel da so aktiv ist und so viel auch macht. Aber der hat auch viel um die Ohren, also der kann da auch nicht immer alles machen. Deswegen, wenn einer aus der Community diese Datenbank machen würde, das wäre total geil. Wie gesagt, wir müssten erstmal den Modus noch rausfinden, aber da finden sich bestimmt einige Leute, die da Spaß dran haben. So, wir kommen zur Zwischenzeit. Da oben sehen wir sind auf dem 18. Platz auf der ersten Runde. Ist jetzt nicht ganz so stark, aber wir haben ja auch einen beschissenen Läufer genommen. Mit Simon Champ. Und jetzt kommen wir zum Schießstand. Mal schauen, wo werden wir hingelotst. Wir sprinten da natürlich nochmal hin. Und jetzt läuft er aber automatisch dahin. Schießen ist auch nicht so easy, weil man hier auch keine Luft anhalten kann und so weiter. Und auch kein richtiges Fadenkreuz hat. So, schön die Null geschossen. Das ist doch schon mal gut. Keine Strafrunde für uns. Wir sehen unten, Christiansen muss in die Strafrunde. So, wir sprinten hier mal wieder, können hier nochmal laufen. Jetzt sind wir auf Platz 8. So, wir sprinten wieder rein. Und wie gesagt, für euch, glaube ich, zum Zuschauen einfach mega nice, unten zu sehen, wie schießen denn die anderen. Finde ich zumindest mega spannend. So, Loginov. Dort jetzt auch gerade am Schießstand angekommen. Das kann schon echt Spaß machen. Also es ist vom Gameplay her nicht so stark wie das RTL-Ding, wobei stark da vielleicht auch etwas übertrieben ist. Aber zum Zuschauen, glaube ich, ist es fast geiler. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir mit dem Spiel viel Spaß haben werden. So, und jetzt geht's wieder in die Stefan-Hocke. Wir sind auf den 12. Platz zurückgefallen. Ich spiele das wahrscheinlich einfach auch wieder zum Gotterbarm. So, wir sparen uns das mal hier für den Anstieg. Dann hoffe ich mal, dass wir stehend auch die Null schaffen. Vielleicht gibt es hier auch noch andere Möglichkeiten, das Ganze zu gestalten. Wir haben natürlich noch viel Energie übrig. Immer wieder in die Hocke rein, dann sind wir nämlich auch schneller. So, wenn wir sprinten in der Ebene, sind es immer so 29 Stundenkilometer circa. Geht es wieder zum Schießstand. Mal schauen, jetzt haben wir die Energie ziemlich verballert. Mal schauen, diesmal relativ mittig von der 7 aus wird geschossen. Sieht ein bisschen nach Uno aus, das Symbol. Boah, da zittert er ganz schön. Boah, der hat gesessen. Boah, das war wirklich ein enges Höschen. Also, Sepala hat da auch gerade noch Fehler geschossen. Wir gehen auf die letzte Runde. Also hier der ganz normale Start. Zweimal schießen, einmal stehend, einmal liegend. Jetzt geht es hier in den Hügel rein. Wir sind auf Platz 7. Aber haben, glaube ich, auch einen der schlechteren Sprinter hier am Start. Einen der schlechteren Läufer. Aber ich muss natürlich auch die Finessen des Spiels hier erst nochmal rausfinden. Aber ist auf jeden Fall, sieht schon echt geil aus. Auch mit den Scheiben unten. Ich muss da auch mal schauen, ob da ein Multiplayer oder sowas möglich ist, aber ich glaube aktuell noch nicht. Das wäre natürlich auch nice, wenn man das irgendwie mal gegeneinander spielen könnte. So, gehen wir da in die Hocke rein. Schauen, ob da noch was drin ist. Trotzdem nur Platz 12 für uns. Also das nehme ich jetzt schon ein bisschen persönlich. Vorne. Schauen, ob wir ihn noch bekommen können. Wird wahrscheinlich schwierig werden. Aber Energielevel, wir haben sogar immer noch ein bisschen Energie übrig. Und jetzt geht es dann gleich ins Ziel.
So, dann sprinten wir nochmal. Platz 13 jetzt sogar nur noch bei der Zwischenzeit, obwohl wir 0 geschossen haben. Also läuferisch ist das wirklich schwach. Und dann schauen wir mal, jetzt gibt es Skip the Results oder den Broadcast Mode. Den würde ich einfach gerne mal zeigen. Der ist echt stark. Da sehen wir 29 Sekunden Rückstand. Gut, das ist natürlich dann auch eine sehr, sehr starke Konkurrenz. 29,7, da hat nicht viel gefehlt, um noch ein paar Plätze weiter vorne zu sein. Ähnlich wie beim Radsportmanager kann man jetzt sagen, hier mach bitte die vierfache Geschwindigkeit. Aber ich kann, glaube ich, die Cam auch gar nicht ändern, oder? Nö. Gut, dass wir den Broadcast-Mode gemacht haben. Der ist nämlich super spannend, wie man gerade sieht. Nee, also wie gesagt, von der Grafik her ist das keine Offenbarung. Das sieht man auch hinten bei diesem wunderbaren eckigen Haus. Aber wir haben da wirklich viele Möglichkeiten, drumherum was zu stricken. Wir denken uns einfach selber eine Geschichte drumherum aus. Wäre schön, wenn das Spiel jetzt aber auch mal fertig wäre. Ist doch gar keiner mehr auf der Strecke. Kann ich irgendwas machen? Muss ich auf den Hot-Button drücken oder sowas? Oder ist das einfach irgendwann mal rum? Also das Spiel hat vielleicht auch ein bisschen seine Macken, aber ist ja auch nicht schlimm. Ist jetzt ja wurscht. Haben wir auf jeden Fall gesehen. Das war quasi einmal ein Rennen. So werden die Rennen dann eigentlich meistens verlaufen. Man sieht nebendran immer, wie geschossen wird. Wäre natürlich schön, wenn auch die Zwischenstände nochmal mit eingeblendet wären. Kann man das irgendwie nochmal... 21 Läufer ist anscheinend auch das Maximum an Leuten, die hier mitmachen können. Multiplayer sehe ich auch nicht. Also das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen viel verlangt. Aber... auf jeden Fall, wie gesagt, ladet es euch gerne mal runter. Link haue ich unten rein. Dann könnt ihr mal schauen, was da so drin ist. Karriere kann man natürlich auch starten. Habe ich mit Arndt Peiffer schon mal angefangen auf Easy. Trotzdem nicht gewonnen. Ist ja auch egal. Aber wie gesagt, da ist viel, viel Potenzial für uns. Da kann man auch nochmal schauen, dass man die Steuerung ein bisschen verändert. Aber wie gesagt, ich glaube, für uns am interessantesten ist wirklich, wenn wir hier eine eigene Datenbank erstellen, wie wir das auch immer machen wollen, oder einer von euch ist der absolute Biathlon-Crack und haut uns dort die Originalnamen der aktuellen Saison mit rein, das wäre natürlich alles mega. Deswegen, das ist jetzt mal so ein kleines Angezockt von Angel Biathlon. Ich möchte da schon eine Karriere auch spielen, würde mich aber auch freuen, wenn wir da irgendwie so ein kleines Turnier machen. Wie gesagt, auch super gerne im Stream. Nochmal unterstützt die Entwickler Nordic Games Lab, wenn ihr Spaß an dem Spiel habt. Natürlich nur, wenn ihr keinen Spaß habt, dann unterstützt sie nicht. Und nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. Spiel ist aktuell kostenlos und einige Failed Pixel, nochmal danke da. Der hat mir das Spiel quasi näher gebracht und hat gesagt, hey, da gibt es noch ein anderes Biathlon-Spiel, das sicherlich jetzt nicht diese Langzeitmotivation hat, aber das hat das andere RTL-Spiel für mich persönlich eigentlich auch nicht so richtig. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Ideen gerne in die Kommentare, gerne auf dem Discord, ich bin dafür fast alles offen und dann sehen wir uns demnächst hoffentlich hier mit diesem richtig coolen Game auch auf dem Kanal wieder.